Bienvenidos. Tenemos aquí en una presentación de textura, paquete y con was die GHG. Ja. So, Freunde, hier sind wir bei einem coolen Texture Pack Release und zwar von einem Texture Pack. Was richtig alt ist, also nicht richtig alt, aber das ist ungefähr das zweite Texture Pack, was ich überhaupt komplett jemals gemacht habe. Das ist jetzt über ein Jahr alt, das habe ich damals auf dem alten Kanal Release gehabt. Das war mein GRG Smooth Pack mit selbst gepixelten Blöcken, also wirklich selbst gepixelt. Also die Blöcke hier, das sind alles 16er Auflösung, die habe ich wirklich auch selber gemacht gehabt. Immer so, damals hat das nicht so viele gejuckt, ob die selbst gemacht waren, so. Also die sind auch nicht so schwer, sag ich mal. Aber trotzdem war es ganz schön viel Arbeit so. Also man kann so einfach mal gucken. Da sieht man schon, die haben alle so eine Kontur. Ringsherum. Ist schon ein Stück Arbeit und sehen letzten Endes halt alles ganz gut aus in dem ganzen Stil so gehalten. Von daher, ja, ist ganz nice. Früher war das halt so, das hat nicht so wirklich einen interessiert. Ich denke mal, heute ist es schon, naja, schon was Besonderes, weil mittlerweile machen ja manche Texture Pack-Leute dann immer nur vier Schwerter verändern, Suppe und ein anderes Inventory. War damals nicht so ganz. Also, ansonsten haben wir schöne Suppen. Also, das Texture Pack wurde ja damals irgendwie mehr so gehypt dann später durch Schmocki, als er das damals nochmal benutzt hatte. Also, die Suppen hier, so eine. Ja. Okay, Kuh ist alles okay. So ein, ja. Smoothie-Effekt. Dann haben wir die Schwerter. Sind 256er Auflösung. Ich habe sie original. Ne, die sind nicht original. Früher habe ich so eine scheiß Facebook-Dinger gehabt. Aber bei Schmocki habe ich damals eine neue da reingemacht. Holzschwert, Steinschwert, Eisen und Diamond Sword. Und Particle Loss haben wir Red and Green Stars. Und wartet, Freunde. Jawohl, hat sogar funktioniert. Der mittlerweile nicht gerade unbekannt, so eine Partikel, so diese Sterne. Die habe ich damals original drin gehabt, gleich bei der Originalerstellung. Glaub nicht, nee, aber ist ja auch egal. Ansonsten Inventory ist auch, das habe ich nicht gemacht, habe ich nur mal recolored, aber ja, warum ich das ganze Pack jetzt release, ist der Grund, es gibt nirgendwo einen wirklich funktionierenden Download-Link. Ja? Also der alte von dem auf dem alten Kanal, der wurde schon zugespammtes Video, dass ja der Link kaputt ist. Und bei Schmockys Video funktioniert der auch nicht ganz, deswegen release ich das hier. Vielleicht haben es auch der ein oder vielleicht haben es auch manche von euch nicht mehr. Und jetzt könnt ihr es sozusagen wieder runterladen. Ja, das war's schon. Quick Video. Hoffe, es hat euch gefallen, mehr oder weniger, das Texture Pick. Habe ich einfach mal wieder gefunden auf meiner Festplatte und dachte mir, ja, kann ich da releasen. Und das war's auch. Also haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.